Meine lieben Geisterjäger, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen hier. Neue Folge. Wir haben irgendwie letztes Mal gestartet. Irgendwie muss man ganz kurz ein bisschen lauter machen, Freunde. So. Irgendwie höre ich da was. Da nicht. Das rede ich schon mit Geistern, das ist unglaublich. Aber gut, wir sind hier, um den Slimer wieder einzufangen. Und, pass auf! Kontakt! Kontakt! Kontakt, 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 wie Kontakt? Oh! Ey! Wo kam das her? Wir verschwenden Zeit, Pilger. Können wir hier raus? Aber das kam doch von da unten. Okay, das ist eine Kette, aber die brenne ich durch. Pass mal auf, hier. Ja, kriege ich wohl nicht, okay. Dann gehe ich dem guten Ray mal nach. Da ist er. Alles klar, Showtime. Wir machen ihn müde. Dann fangen wir ihn. Dafür haben wir den Protonenstrahl. Okay. Du hast ihn in die Flucht geschlagen. Gut, gehen wir. Peter! Okay. Das ist alles sehr an den ersten. Ich kenne das Ding schon. Ich weiß, wie es endet. Aber viel Spaß euch beiden. Ich kümmere mich um die Aufzüge und begleite die Damen sicher auf ihre Zimmer. Ja, okay. Hey, Peter. Und dieses Signal sieht wie deine flüchtige kleine Zielentität aus. Aha. Flüchtige kleine Zielentität. Dein Meter blinkt und summt, wenn es ein mögliches Signal entdeckt. Okay. Die Parabrille ist direkt mit deinem aktiven PKE-Meter verbunden. Okay. Dadurch erkennst du sonst unsichtbare Phänomene, während du sie verfolgst. Geisterspuren, Objektauren, alle möglichen coolen Events. Cool Schlägt Events. Die mittlere Anzeige aus, gehst du in die richtige Richtung. Bleibt sie flach, folgst du einer kalten Spur. Für den besten Scan müssen sich Ziel und kleinster Kreis decken. Okay, perfekt! Das müssen jetzt irgendwie diese eklige Haufen Ektoplasmen. Rot signalisiert einen versteckten Geist. Grün signalisiert paranormale Anomalien der Umgebung. Blau steht für eine aktive Probe. Ich kann das gerade nicht abschalten, Freunde. Wieso kann ich das nicht abschalten? Ist das ein Bug jetzt oder ist mein Gamepad irgendwie im Arsch? Ich kann nichts machen. Aber wir gehen einfach mal. Vielleicht ist es vom Spiel so vorgesehen. Ah, 12, 10, okay. 12, 9. Es wird wärmer. Okay. Wärme. Okay. Vorsicht! Ein guter Scan. Vorsicht! Ah. Okay, das war der Folge-Ray. Okay, das war also kein Bug, sondern das war vom Spiel so vorgesehen. PKE mit der verwenden. Okay, verwende ich. Können wir verwenden? Boah. Er war definitiv hier. Eine aktive Probe kannst du einsammeln. Zum Beispiel ein verfluchtes Artefakt. Wir werden für alles Gescannte und Eingesammelte extra bezahlt. Dann investieren wir das in die Forschung. Mit zusätzlichen Mitteln können wir neue Offensivtechniken und Ausrüstungen entwickeln. Diese wiederum darfst du dann zum Austesten herumschleppen. Na, das ist ja prima. Vergiss nicht, mit dem Online-Geisterjäger-Einsatzleitfaden kannst du dir jederzeit Technologien, Tutorials und Ausrüstung ansehen. Benutz dazu deinen PKE-Meter. Nee, mal ganz kurz gucken. So, das sind hier so, okay, das haben wir gescannt. Also wir können scannen, wir haben den Vollgas und den Slime haben wir schon gescannt. Und, so, wir können uns jetzt hier Sachen dazu kaufen. Da muss man versuchen, wirklich alles von zu kaufen, liebe Leute. Ne? Das ist voll wichtig, das braucht man, weil die Geister werden echt stark. Sprengstahl-Fokussierung, Rückschlagminderung, ich glaube, den kaufe ich mal. Wir haben 1700, da unten steht es auf der Uhr, ne, und den kaufen wir mal. Ja, kaufen. Okay. Hey! Ah, mir geht's schlecht! Peter, bitte melden. Bist du okay? Ich glaube, Peter geht's schlecht. Jemand ist verletzt. Wir haben einen Verletzten. Okay. Los, los, los! Okay. Los, drück auf die Tube! Du kannst dich doch schneller bewegen, oder? Ja, ja. Im Laufschritt, Kadett! Boah, bin ich schnell, Freunde. Aber nicht lange. Nur jetzt voll gegen das Sofa. Buff! Müssen wir zurück. Wo ist Ray jetzt hin? Rette Peter. Ich hab meine Arme schon. Da ist er. Okay, also B hey, jetzt hier rennen. Drüben. Ein bisschen Hilfe? Ja, er Hilfe? Wurde vollgeschleimt. Wieder mal. Beweg dich hier rüber und hilf ihm auf, ja? Wie konnte das nur passieren?
Ich hatte bei den Aufzügen Wache gehalten. Dieser Mutantenvulkan hat sich an mich herangeschlichen. Schon wieder eingeschleimt. Wenn einer von uns getroffen wird, helfen wir einander immer. Das Zauberwort heißt Teamwork. Teamwork. Oh nein, mein Freund. Das war vor der Schleimära. Jetzt dreht sich alles um Rache. Ihr Jungs müsst sofort hier runterkommen. Unser hauseigenes Wissenschaftsexperiment nimmt die Lobby auseinander und es ist nicht allein. Noch mehr Geister? Aber wir gaben dem Hotel vor 5 Jahren eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Jeden Tag sterben Menschen. Ruf den Aufzug, Junior. Wie kannst du nicht selber auf den Knopf drücken, Ray? Nur weil ich ein kleiner Azubi bin, ein kleiner Pico, ne? Ja, Azubis, ne? Ich nehme nicht die Treppe. Heute ist nicht mein Fitnesstag. Ray, du bist ein vollgesammelter Schmierfinkel. Halt mal die Fresse, ich muss jetzt hier... So, pass mal auf, Okay, fein. Was ist Sedgwick? Stehen hier irgendwie Preise? Nö, das konnte ich jetzt leider nicht lesen. Alright. Okay, Slimer. Du hattest deinen Spaß. Der Aufzug ist tabu. Egan? Melden. Ich glaube, wir sitzen im Aufzug fest. Wir brauchen Hilfe. Wir sitzen fest? Wir sitzen fest? Ich glaube, wir sitzen fest. Sitzen fest? Ray, seid ihr mit wir sitzen offiziell im Aufzug fest einverstanden? Hände hoch. Jetzt kommt's. Also los, Ray! Hilfe gefährlich? Du enttäuschst mich, Ray. Stimmt doch, oder? Okay, wir rennen mal hinterher. Ach guck mal, das Slimer. Aha. Oh. Oh. Vergesst den Zwiebelkopf fürs Erste. Der Geist mit der roten Kappe kämpft wie irre mit der Stase. Na los, der Typ ist New Yorker Hotelpage. Gib ihm mein Trinkgeld, ja? Nur schöne Lüften, das ist voll wichtig. Oh! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Falle, wer hat eine Falle? Hat keiner eine Falle aufgestellt, Freunde? Ziel hoch! Wo ist die Falle? Da ist eine Falle. Kontakte. Okay. Okay, die haben wir auf jeden Fall. Da fühlt sich mein Wehwehchen doch gleich wieder besser. Höre dich! Okay. Rein. Die konvulsive PK-Schockwelle hat voll für Action gesorgt. Mann, die Lobby ist ja total verwüstet. Ja, darf ich nochmal Klavier spielen? Anrufen und ihm sagen, dass sein freier Abend offiziell zu Ende ist? Ich kann nicht Klavier spielen, das ist schade. Noch mehr von denen! Was, wie viele gibt's denn davon? Da ist auch Slime. Aha. Oh. Oh, hier, Page, kriegst du hier gibt's Ticket. Hier, Ticket is welcome, guy. Oh, die hauen noch, die hauen noch. Slimer. Die haben sich getrennt. Ray, komm mit. Die anderen schweben wieder nach oben. Venkman, ihr beide zieht unseren Freund Slimer so schnell es geht in eine Falle. Bei diesen Ausschlägen gibt es eine massive Ausbuchtung, die darauf hinweist, dass das nicht nur ein normaler Säuberungsjob ist. Ohne sein Nickerchen wird er ungemütlich. Wo ist Peter? Was, Peter, wir rennen mal, wir wissen ja, wie es geht, ne? Wenn wir nicht gegen die Wand rennen, Peter? PKE-Meter verwenden, okay? Hey, ist das Schinken mit Honigglasur? Ja. Und Filet? Ja, jetzt wo du sagst, es wirkt das Sinn. Da, der Alhambra-Ballsaal, den lässt er garantiert. Auf keinen Fall, wir können da nicht rein! Die Rodriguez-Bar Mietzwa beginnt in einer halben Stunde! Ich wette, die Rinderbrust ist Spezialität des Tages. Und sie haben schon genug angerichtet. Ich bin sicher, das Ding wird ganz einfach verschwinden. Ich bin bereit, es zu riskieren. Sie gehen nicht da rein. Das ist alles, was wir hören wollten. Wir sind weg. Hey Leute, Kaffeepause. Unsere weiteren Dienste wurden abgelehnt. Kaffeepause finde ich gut. Ja, das steht ja nicht ein Kaffee. Was steht auf dem Schild? Oh, mein schönes Hotel. Niemand schleimt Peter Venkman zweimal voll und kommt damit durch. Ja, Peter ist mal ein Rache. Sei vorsichtig, Peter. Denk an den Ellis Island-Vorfall. Ellis Island-Vorfall. Ja, schönes Hotel, muss man schon sagen. Da könnte ich es mir auch drin vorstellen, zu wohnen. Oh, wir müssen gelegentlich mal das Ding anmachen, weil es ist nämlich für, sagen wir es mal so, für... Hast du die Schürze dabei? Ja. Wir nehmen eine kleine Abkürzung durch die Küche. Okay.
Weil für die Artefakte... Der Ballsaal sollte gleich hier sein. Gibt's ein Geld. Und wir brauchen Geld. Zumindest so lange, bis wir alles aufgerüstet haben. Und... Das ist immer eine Küche. Warum ist hier keiner? Okay, Meister. Eine Weile gehst du voraus. Oh. Oh, das, das schwebt. Das ist, Und das ist Wunde? Oder nicht? Ich bin bei euch. Ich will keine Sorgen machen. Das ist ganz, ganz gefährliche Vorgänge hier. Für einen Geisterjäger ist das so. Gut, rührt den Schleim nicht an. Er ist schleimig. Und extrem gefährlich. Wasserschleim, okay, der ist wirklich schlimm. Der ist wirklich echt böse. Aber... Moment, ich muss nochmal ganz... Ray, ich muss nochmal zurück. Pardon. Weil wir müssen nach Artefakten gucken. Und aber hier scheint gerade aktuell keins zu sein. So, gut, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier durch. Wahrscheinlich, ne? Oder so. Ja, man könnte meinen, ich sei mittlerweile daran gewöhnt. Ich nicht. Ray, ich nicht. Peter. Komm, Peter. Oh, schaut mal. Baguettes. Brote. Brote. Oh, wie... Kein Grund zur Sorge, die meisten Küchen haben selbsttätig startende Gasherde. Okay, das war mir neu, aber... Komme ich hier nicht mehr durch. Na gut. Ist ja voll am Abwackeln, ey, Freund. Das ist unglaublich. Da die ganzen Messer. Vorsicht! Was war das? Muss ich das scannen? Wir müssen immer was scannen, damit wir die, Oh. Ist alles nur Brot oder Brötchen und... Eine wunderbare Küche, Berliner und auch ich würde hier Kuchen fressen ohne Ende, Freunde. Keine Geister jagen. Was war das? Oh, was ist das? Ist das eine Lasagne? Pizza? Kuchen? Ich weiß es nicht. Oh, da sind ein paar Buletten drin. Scampis, das ist ja ein vornehmes Hotel hier, ne? Aber nicht mehr so, wie wir hier gewesen sind, dann ist das Ganze noch eine Bruchbude, ne? Was war? Wo? Oh. Okay, ich bitte dich. Alles, nur nicht das Spülbecken. Okay. Scannen, wir müssen das alles scannen, Freunde. Nicht, was sind hier im... Okay. So, guck mal. Gut. Wahrscheinlich, okay, die kann man so einfach wegballern. Aha. Oh, was? Alter, ist... Der Fisch, das ist ein bisschen Barracuda oder was? Darum esse ich aus der Dose. Ja, ich auch. Dö. Ganz kurz hier. Okay, sieh mal her. Zum Einfangen musst du ihn ergreifen. Verwende dazu den anderen Teil deines Protonenwerfers, den Sperrstrahl. Benutze mal den Sperrstrahl. Das ist ein linker Button. Weh, Moment. Jetzt reicht er. Das ist denn schon alles. Wirf den Schrott einfach zur Seite. Zum Aufräumen haben wir keine Zeit. Okay. Ray, was ich von dir alles lernen darf. Das ist hier Lektion vom Meister, liebe Leute, ne? Mhm. Lektion vom Ray. Peter. Ich verwechsel Peter und Ray immer. Natürlich jetzt nur vom Namen, nicht von den Charakteren. Aus Peter dem Weg! Wenkmann. Ja. So, können wir hier irgendwie... Geil. Müssen wir mal gelegentlich noch so ein bisschen nach den Artefakten gucken. Denn die Artefakte bringen Kohle. Und solange wir noch nicht wirklich alles wirklich gut ausgerüstet haben, dann brauchen wir wirklich jeden Cent, den wir kriegen können. Denn diese scheiß Ausrüstungskacke ist echt teuer. Peter, wo bist denn du jetzt? Da hängt ein Hähnchen. Oh, eine Ente. Oh. Lecker. Okay, wo... Ach, du willst daher? Okay, das hättest du mir auch gleich sagen können. Okay. Also
Also wenn ich gelegentlich hier mit dem PKI-Meter rumlaufe, dann weil ich gerne Artefakte finden möchte. Okay, sind wir jetzt drin? Ja, wir sind im Ballsaal. Oh, schau mal, wie schön das ist, Freunde. Ich dachte, dieser Typ hätte Rodriguez Bar Mitzwa gesagt. Ja, ja, das sieht doch verdächtig danach aus. Ein bisschen grüner Salat ab und zu würde ihn doch echt nicht umbringen. Ich übernehme die Deckung. Schieß auf ihn, bis er betäubt ist. Und dann setz deinen Sperrstrahl auf ihn an. Okay. Gut, gut. So ist es richtig, Kumpel. Du hast das kleine Monster außer Atem gebracht. Wo ist er? PKI-Meter, wo ist er? Sicherheit hier drunter von. Da ist er. Oh, erwischt! Halt ihn hier zum Griff! Du musst ihn außer Atem bringen! So richtig? Kannst du seinen traurigen Falle, wo ist deine Falle? Wo ist deine Falle? Wer, hast du keine Falle? Okay, da kommt eine. Die Falle steht! Okay. Fast geschafft! Lenk ihn einfach hinein! Ja, perfekt. Siehst du, echt klasse. Das cool. Wird diese jämmerliche Kartoffel lehren, Peter Venkman voll zu schleimen. Oder auch dich. Mhm. Vielleicht mal ein verschobenes Gedeck, aber vorwiegend ist noch alles bereit. Ja. Die Rodriguez-Party kann steigen. Auf jeden. Der Alhambra-Ballsaal, die Bar Mitzwa. Was haben sie getan? Die Gäste kommen in 15 Minuten. Das wird eng. Was ist denn ihr Problem? Dank mir und dem mir exklusiv zugewiesenen Rekruten können die Feierlichkeiten jetzt in einer komplett geisterfreien Umgebung stattfinden. Also bitte. Und an die Rodriguezes alles Gute von den Geisterjägern. Ja, mein Freund. Oh, mein schönes Hotel. Ja. Das ist dein Hotel? Du hast so ein tolles Hotel. Das war in aller Achtung. Ja, liebe Leute. Hier gibt es allerdings, glaube ich, noch ein paar Geister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist furchtbar. Ja, das stimmt. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist furchtbar, schrecklich. Das ist widerlich. Das ist... Warum passiert das bloß? Ja, das ist... Die Wege des Herrn sind unergründlich, mein Freund. Das ist, weiß keiner. Ich kann's nicht glauben. Ja, glaub's ruhig. Es passiert. Guck's dir an. War so ein schöner Saal und jetzt das. Mir gefällt eigentlich immer noch, ne? Das ist furchtbar. Ja, ja. So, meine Leute, ich sage es erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir müssen dann demnächst mal... Warum passiert das bloß? Ja, das kann ich dir nicht beantworten, mein Freund. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Alter, die Vergangenheit. Ciao, ciao. Hat euer Geisterjäger für 45. Das ist furchtbar. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es auch nicht glauben, Freunde. Ich kann es nicht glauben.